Mein heutiger Interviewgast ist seit Jahren die Veranstalterin und Expertin der großen Aufwachkongresse. Sie verbindet Menschen, liebt Kooperationen und begleitet Suchende auf ihrem Weg zur persönlichen Entfaltung. Ines Koban lebt in der Nähe von Dresden, ist Energiearbeiterin, Numerologin und Trainerin für Bewusstsein. Ihr heutiges Thema lautet: Die Zeichen der Zeit erkennen. Herzlich willkommen, liebe Ines. Danke, liebe Edith, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, ich freue mich total. Schön, wunderbar. Ja, wir wollen gleich einmal einsteigen. Ich habe dich ja angekündigt als die Expertin für Aufwachkongresse. Beschreib uns doch mal, was in deinem Kongress so, was dich bewegt hat, ihn anzufangen und um was es da speziell geht. Ja, bewegt hat mich das Ganze anzufangen durch eine persönliche Geschichte, die wahrscheinlich nicht so schön angefangen hat und die mich aber trotzdem auf meinen Weg gebracht hat. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen und immer mehr merken, was uns ruft und dass in jedem, wo uns nicht so gefällt, auch was richtig Gutes liegen kann. Und ja, die Kongresse, die machen mir unglaublich viel Spaß, weil Aufwachen ist das Thema schlechthin, überhaupt seit 3 Jahren. Und ja. Es sind so viele Themen, die da drin sind, die man da, wo es aufzuwachen gilt. Also das ist ein Fass ohne Boden, sage ich mal, wo man auch wirklich ganz, ganz viel aufgreifen kann und die Menschen auch immer wieder abholen kann. Und ich kriege auch immer von den Teilnehmern ganz, ganz tolle Impulse, was sie gerade bewegt und so weiter. Also das ist, der Kongress, ich trage viele Menschen durch die Zeit und ich werde durch diese Kongresse selber durch die Zeit getragen. Das ist natürlich wunderbar. Zeit ist ja sowieso ein Thema, gell, seit unserem Jahrhundertwechsel in dem Sinne. Um was geht es denn in dieser neuen Zeitqualität noch? Ich glaube, du hast ein neues Projekt und so weiter, beziehungsweise kann ich schon mal ein bisschen flüstern. Ja. Hinter den Kulissen läuft natürlich immer irgendwas. Ja, und die Zeit, also ich sag mal, ich bin ja der absolute Einzelkämpfer bis jetzt gewesen und habe wirklich auch alles bewerkstelligt, aber es ist auch immer wieder ein Spagat. Mhm. Und am Anfang des Jahres, sind so verschiedene Energien zusammengekommen und wir haben uns zu einem tollen Team zusammengestellt, zu dem Golden Nugget Team, wo auch du, liebe Edith, ein Teil davon bist. Und das ist für mich diese neue Zeit, dass man nicht mehr als Einzelkämpfer durchgehen muss und dass es keine Konkurrenz gibt, sondern dass man einfach Schritt für Schritt geht und in der gleichen Schwingung schwingt, sage ich jetzt mal, dass man ganz viel auch wirklich Beitrag leisten kann für die Menschen, die sich auf den Weg jetzt machen, dass man die unterstützen darf und dass sie auch wirklich sich aufgehoben fühlen, aber vor allen Dingen ermächtigt werden, selber ins Tun zu kommen. Und nicht ewig an jemanden herhaften müssen, sondern wirklich ins Tun kommen. Ja, und diese Gemeinschaft, gell? Man sagt ja nicht umsonst, gemeinsam sind wir stark. Dieses Multitasking, was so die junge Generation hat, fordert ja auch ein, man kann gar nicht mehr in allen Bereichen jetzt Experte sein oder super sein, aber wenn man, wenn sich Leute zusammentun, wo jeder seine Spezialisierung hat, dann ergibt es ja auch was ganz, ganz Großes, gell? Ja, das ist so eine geballte Kraft und das merken wir jede. Also wir treffen uns immer alle 14 Tage. Ich plaudere jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja. Als Nugget-Team. Und ihr dürft bis Ende des Jahres wird der große Sack auch gelüftet. Hoffe ich zumindest, dass wir das alles noch schaffen. Ja, was wir alles Tolles für euch vorbereitet haben und wie man im Team arbeiten kann ohne Konkurrenz und wirklich sich ergänzen und jeder trägt durch seine Energie weiter. Und das ist das, was mich so fasziniert und dass man auch wirklich Menschen hat, mit denen man immer auf Augenhöhe und auf Herzebene kommuniziert. Das bedeutet nie immer, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern es gibt Meinungen und dann wird so lange abgestimmt, bis es wirklich ausgeglichen ist. Und das ist das Gute, denn wenn jemand kommt und einen streichelt, wenn es ihm vielleicht mal nicht so gut geht oder wenn irgendein Thema ist, dann kommt man eher in die Opferposition. Aber durch Klarheit und Direktheit in liebevoller Weise kommt man natürlich immer mehr in die Kraft. Und das ist auch unser Ziel für die Teilnehmer dann, jeden Einzelnen wirklich in seine Kraft zu bringen und zu erkennen, wo liegen die Qualitäten, wo liegen die Stärken. Und
Ja, das ist. Allerdings ist es ja auch so, wenn mehrere Leute zusammen sind, jeder hat seine eigene Persönlichkeit und jeder holt ja den Kunden auf eine andere Ebene ab. Vor Ja. allen Dingen, wir im Team, wenn wir uns besprechen, das hat man ja als Einzelkämpfer gar nicht, gell? Dass man sich besprechen kann, weil, wie du schon sagtest, Kommunikation schafft Klarheit. Und es geht ja darum, dass wir in die Klarheit kommen. Wir sind ja jetzt lang genug im Nebel gestanden, ja, und wussten nicht, wie wir uns orientieren sollen. Und diese Klarheit, die sucht ja auch jeder Mensch. Und das können wir natürlich dadurch wunderbar abdecken. Und natürlich dann herausfiltern, was braucht denn der Kunde, damit er seine PS wieder auf die Straße bringt. Ja, und was mich aber auch an den Ganzen so fasziniert, dass wir jeder unser eigenes Business haben und dass wir uns als Konkurrenz sehen, sondern wirklich als Team und auch als Team auftreten. Und das bringt nicht nur uns in unglaublichen Mehrwert, sondern vor allen Dingen auch den Kunden, weil ich das alles nach vorn gebracht wird, das Ganze. Und ich denke, also viele haben ja so ein bisschen Angst vor der Zukunft. Ich freue mich riesig auf die Zukunft, weil die hat so viele Überraschungen für uns noch parat und ja, wir dürfen sie einfach sehen und auskosten. Und das Leben hat einfach eine ganz andere Qualität gekriegt. Und ich glaube, wir, gerade die Älteren, dürfen jetzt auch mal lernen zu genießen. Ja, wir haben alle nur immer gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Und jetzt ist, ich glaube, die Zeit des Genusses auch mal ein bisschen dran. Obwohl wir Weniger. immer noch mehr als genug arbeiten. Ja, Ja. genau. Und man sagt ja, weniger ist oftmals mehr, gell? Genau. Ja. Weniger, dafür effizient sein und so weiter. Das heißt, du hast ja diese Aufwachmagie. Das berührt ja viele Menschen und so wie ich weiß, sind ja diese Kunden nicht nur während dem Kongress, ja, bei dir, sondern du schreibst ja auch jede Woche wunderbare Newsletter, informierst die Menschen, bietest auch Kooperationen an und so weiter. Mit dem Golden Nugget entsteht jetzt natürlich nochmal eine ganz, ganz tolle Plattform, ja. Die ja, sechs Experten, die für den Einzelnen da sind, um in Veränderungsprozessen zu unterstützen. Und dann hast du dich ja, was mich natürlich besonders freut, auf Ja. die Numerologie spezialisiert. Wie passt denn das jetzt alles zusammen? Naja, also ich sag mal, Zahlen interessieren mich schon immer und du bist eine wunderbare Lehrerin und ich bin so froh, dass ich dich an meiner Seite haben darf. Und da kommt so ein größeres Verständnis rüber. Und ich bin mittlerweile ganz fest der gleichen Meinung wie du. Die Numerologie gehört in jeden Haushalt. Und man kann noch so vieles dann sich auf die Menschen einschwingen. Einfach, man guckt sich die Zahlen an, also man zack, 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 bricht das kurz runter. Das hat man auch wirklich schnell intus. Wenn das am Anfang vielleicht auch manchmal nicht so aussieht, weil da einfach der Haufen viel zu groß ist, den wir da abarbeiten dürfen. Aber es ist wirklich faszinierend, wie sich das dann wie so ein Puzzleteil alles ergibt und man wirklich die Menschen abholen kann, viel besser auf die Menschen eingehen kann. Und vor allen Dingen kann ich es jetzt auch sehr, sehr gut mit meinem Business verbinden, weil ich kann den Menschen noch besser den Weg zeigen, kann ihnen zeigen, wo die Stärken liegen und kann ihnen vor allen Dingen auch sagen, wenn sie ihre Stärken leben oder was sie aus sich rauskitzeln dürfen, was dann in ihr Leben treten kann, wenn sie es tun. Ja? Ja. Und dürfen es auch wieder selber, aber wirklich diese Lupe hinhalten, dass man es wirklich auch sieht. Und das ist das, was mir so unglaublich viel Freude macht. Und außerdem kann ich es mit meinen tollen Kärtchen verbinden durch die Heilcodes, die kann ich jetzt in die Kärtchen einfließen lassen, die Heilcodes berechnen. Und das ist auch nochmal so ein toller Mehrwert, den ich für mich selber habe, weil ich berechne natürlich auch meine eigenen Heilcodes und fürs nahe Familienfeld und auch für Partner, Kunden, wie auch immer. Man kann immer hilfreich zur Seite stehen und dadurch habe ich noch ein ganz tolles Tool wieder gefunden, wo ich wirklich hilfreich zur Seite stehen darf. Ja. Was die Zuschauer vielleicht mal ganz dolle interessiert, ist, dass wir ja über das Thema Numerologie, also die Siebensteller, bieten ja viele Möglichkeiten an. Das heißt, es gibt die Kurzanalyse, die man machen kann, dann gibt es die Komplettanalyse, dann gibt es einen Workshop, dann gibt es den Growth Day, dann gibt es die Online-Ausbildung, ja, dann kann man ins Netzwerk einsteigen, wenn man ein bisschen Unterstützung braucht.
Wie war denn dein Weg? Wie bist du so die einzelnen Schritte gegangen, wenn jetzt der Kunde zum Beispiel sagt, Mensch, Ines, ich würde von dir gerne mal wissen, ja, wie macht es Sinn oder was hat dich überzeugt oder wie war dein Weg, dass du jetzt da bist, dass du ausgebildet bist und das in deinem Business integrierst? Ja, wie war mein Weg? Wie immer, Schnellstart. Ja, also ich sag mal, ich hatte ja erst angefangen, das Online-Seminar, was praktisch aus der Konserve kommt, ne? Und dann musste ich mich ja also auch sehr, sehr, sehr disziplinieren. Ich bin ein sehr disziplinierter Mensch, aber der Tag hat nur 24 Stunden und meiner bräuchte unbedingt 72 Stunden. Und Oh. deswegen geht ja auch so. Ja. Und jedenfalls bin ich dann nochmal direkt in das Live-Seminar eingestiegen. Und dort ist es so wunderbar, weil die Wochenendseminare, die es vorher gab, wo das sind ja dreimal 3 Tage gewesen, also insgesamt 9 Tage, dann hat man ja das Wissen schon ganz schön eingetrichtert gekriegt. Und jetzt durch das Live-Seminar geht es ja fast ein halbes Jahr. Und das ist ja fast ein halbes Jahr aufgestrickt, das Wissen, also pro Tag. Nee, pro Woche ein Tag so rum, ja, plus ein Übungsabend. Und das ist so, also 2 Abende sind das praktisch in der Woche. Und das ist so, das teilt man sich dann wirklich ein und nimmt sich richtig die Zeit. Und ich, wenn mich jetzt jemand fragt und der sich für die Numerologie interessiert und der das lernen möchte, dann würde ich immer zu den Live-Seminaren raten. Weil das ist auch so, ich konnte mir das erst gerade vorstellen, in so einer riesen Gruppe zu lernen, aber es ist schon irre, wie dann alles sich so funktioniert und dass man das alles über den Bildschirm machen kann. Na, das hat wieder meine Vorstellungen total gesprengt und ja, es wachsen auch wieder Grüppchen daraus, wo man mehr harmoniert, wo man übt und so weiter. Also das ist wirklich faszinierend und am Anfang waren wir, ja, ich sage mal fast alle ziemlich überfordert, muss ich sagen. Und das hat sich aber trotzdem jetzt, wie erst schon gesagt, zu so einem Puzzleteilchen zusammengefügt. Und ich sag mal, du sagst immer, du bist ungeduldig. Das kann ich dir nicht bestätigen. Deine Engelsgeduld bei diesen vielen Fragen. Und ja, und auch wenn manchmal Menschen hängen, dann erklärst du das nochmal und nochmal, was natürlich manchmal nicht so toll ist für die Leute, die es schon verstanden haben. Aber dafür gibt es ja dann auch eine Lösung, weil genau wurde ja jetzt gefunden, indem man praktisch noch eine Zusatzstunde gebucht werden kann, wo sich nur mit der einen Person beschäftigt wird, so lange, bis es verstanden hat. Und das ist so, ja, sozusagen ein Nachhilfeunterricht, der aber wirklich fruchtet. Und ich sag mal, ich weiß nicht, nach wie vielen Wochen, nach 6, 7 Wochen kann man wirklich schon die erste Analyse alleine machen, ja, und schon mal beratend zur Seite stehen und kann schon mal das erste Geld wieder einfahren, was man für das Seminar bezahlt hat. Ja, also das ist wirklich, also ich bin begeistert und die Übungsabende, die sind auch so toll, weil deine Teamleiter oder Seminarleiterin sind das, ne? Die Teamleiterin, Seminarleiterin, Ja. die beiden, also die wirklich höchsten Respekt, die haben auch eine Engelsgeduld und machen das so super und erklären wirklich mit einer Inbrunst und ja, so bis es der Letzte wirklich verstanden hat. Ganz, ganz toll, ja. Also Ja. so würde ich es empfehlen, jederzeit das Live-Seminar, weil ich konnte es mir am Anfang nicht vorstellen, aber es ist extrem Ja, man geil. braucht halt manchmal ein bisschen Informationen, gell? Erst einmal vorab, aber die gibt es ja bei uns genügend. Wir bieten ja Workshops an und den Growth Day, den gibt es ja auch kostenfrei, wo man alle 2 Monate dran teilnehmen kann. Da warst du ja auch schon beim ersten oder anderen mit dabei, Ja. ja. Und ich weiß, dass du natürlich aufblühst, ja, als Teamleiterin, weil du unwahrscheinlich gut Menschen miteinander vernetzen und verbinden kannst. Ich habe ja schon vor angekündigt, du bist eine wunderbare Kooperationspartnerin. Das ist ja auch zum Beispiel in der heutigen Zeit dieses Thema für passives Einkommen. Das haben viele auch noch nicht so auf dem Schirm. Vielleicht magst du da noch den einen oder anderen Tipp aus dem Nähkästchen geben, ja. Wie kann man sich denn passives Einkommen überhaupt vorstellen? Oder ist es überhaupt Nütze? Oder ja, was macht es? Also nütze ist es auf jeden Fall, würde ich sagen, weil wir brauchen ja einfach mehr Zeit. Ja, ich sag mal, das passive Einkommen, also ich würde mal sagen, das begleitet mich jetzt schon mindestens 15 Jahre, dass ich mir das immer gewünscht habe. Ich habe alles Mögliche probiert, ja, habe selber Postkarten kreiert und habe die verkaufen lassen über eine Druckerei und jedes Mal, wenn wieder welche verkauft wurden, habe ich wieder einen Teil gekriegt. Ganz viele verschiedene Sachen probiert, könnte ich jetzt hier ganz viel erzählen, aber letztendlich durch die Kongresse habe ich erstmal richtig verstanden, was passives Einkommen ist.
Ja, und da kommt man dann in so ein Fahrwasser rein, wo man einfach versteht, wie das Leben auch leichter laufen kann durch verschiedene Kooperationen. Und am Anfang, ich habe gar nicht wirklich, ich bin so wie so eine Jungfrau zum Kind gekommen mit dem ersten Kongress und habe gar nicht gewusst, dass man da damit Geld verdienen kann. Ja, das war so für mich so faszinierend dann zu sehen, weil ich habe das einfach gemacht, um mich aus dem damaligen Loch zu befreien. Das war für mich so richtig Schritt für Schritt aus meiner Komfortzone raus und immer wieder den Boden ein Stück höher hängen. Und Ja. das war so entscheidend für mich. Und dann kam immer mehr hinzu, dass ich gesehen habe, es kommt Einkommen rein. Und das Beste war ja noch, dass ich den ersten Kongress 2020 im Januar gestartet habe. Und im März kam unsere C-Geschichte. Ja, und ich bin eigentlich im Eventbereich tätig gewesen bis dato und habe nur auf Provision gearbeitet. Also hätte bedeutet für mich sofort null Einkommen. Und der Kongress hat das wirklich, hat mich da leicht holprig durch die Zeit gehen lassen, aber hat mich wunderbar durchkommen lassen durch die Zeit. Und dann habe ich erstmal begriffen, was ist passives Einkommen. Und auch gerade mit der Numerologie kann man sich ein super passives Einkommen aufbauen durch die beratende Tätigkeit. Dadurch, dass man dann, wenn man das wirklich von Herzen empfehlen kann, auch weiterempfiehlt, dann kann man auch dadurch wieder ein passives Einkommen aufbauen, indem man praktisch an der Provision beteiligt oder also eine Provision dafür bekommt, dass man eine Weiterempfehlung macht, weil das ist dann euer Dankeschön an den Teilnehmer. Und das sind halt alles solche Ich weiß Geschichten. natürlich auch dieses, ja. Die Frage stellt sich ja auch, soll ich Riesengelder in Werbeanzeigen geben? Was heutzutage sind die Leute Menschen einfach komplett überfüttert da damit, das sieht gar kein Mensch mehr, ja. Oder gebe ich es lieber Menschen als Provision, die mich empfehlen und dafür bekommen sie ja Provision von mir. Also ich bin schon der Meinung, dass es dann wesentlich besser angelegt ist, ja. Und wir wissen ja, wir haben uns ja neulich erst darüber unterhalten, dass viele Menschen sagen, ich kann nicht verkaufen. Das ist ja ein totaler Quatsch, ja, weil der beste Verkäufer, das sind diejenigen, die einfach mit Begeisterung irgendetwas erzählen. Das nennt man verkaufen, ohne zu verkaufen. Und den meisten Menschen ist doch das gar nicht bewusst, oder? Ja, im Prinzip generieren wir alle täglich passives Einkommen. Wir lassen es uns nur nicht auszahlen, ja? Ja, genau. Also wenn ich jetzt von irgendwas begeistert bin, dann erzähle ich das meiner Freundin, meiner Nachbarin und jemandem, der mir gerade über den Weg läuft, dann, Mensch, wisst ihr, was mir heute passiert ist? Ja, und dann rennen die dorthin am Ende, ja. Und Ja. müssen wir es uns dann auch auszahlen lassen. Und das ist genau das, was wir ja machen. Wir begeistern die Menschen für was, natürlich, wo wir auch selber begeistert sind. Also ich finde das immer abartig, wenn man irgendwas versucht zu verkaufen, was man selber nie kaufen würde, ja. Aber Ich glaube, ja. das funktioniert aber auch nicht, da weißt. Nein, funktioniert, also in meinen Augen funktioniert das auch nicht. Also ich bin auch jemand, der alles ausprobieren muss und ich kann auch wirklich nur das empfehlen, wo ich dann guten Herzens damit dabei sein kann. Ne? Das ist halt, das macht es wahrscheinlich auch aus. Also es geht auch nie ums Verkaufen, sondern es geht darum, was kann ich jemand anders Gutes tun. Ja? Und wenn ich anders was Gutes tue, dann kommt zu mir automatisch was Gutes zurück. Und das dürfen wir immer mehr lernen. Ja? Denn viele können unheimlich geben, aber sie haben verlernt zu nehmen. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die gerade wir, die 1900 Geborenen, noch wieder lernen dürfen. Ja. Wenn wir nicht annehmen können, hätte uns der liebe Gott ja die linke Hand nicht anwachsen lassen müssen, oder? Genau. Ja, nur die rechte, um zu geben. Ja, Ja. Spaß beiseite, ist tatsächlich so, weil wir Menschen einfach noch zu sehr in diesem Sicherheitsdenken sind. Aber was ist denn heutzutage noch sicher? Nichts. Nichts. Genau. Also das Sicherste, glaube ich, ist ja, dass wir 24 Stunden mit uns selber zu tun haben. Das ist sicher, Ja, und oder? deswegen sollten wir unser bester Freund sein und wirklich uns an erste Stelle stellen, dass wir auch wirklich uns aushalten können. Und was mir auch die Zeit gezeigt hat, dass wir sehr, 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 sehr flexibel sein dürfen in allen Bereichen. Und Ja. wer das nicht ist, er kann das wirklich lernen. Ja, also das kann jeder lernen, wenn er das möchte. Ja? Man kann alles lernen, was man möchte. Und das ist so eine Sache, die ich auch gerne bei dem Gespräch jetzt hier noch mitgeben möchte. Was du willst oder was in deinem Geist existiert, egal wie abgefahren das in dem Moment für dich ist, du kannst es erlernen. Ja, und oftmals, wenn wir dann
die Spuren freigeschalten haben sozusagen, dann kommt das ganz leicht auf uns zu. Dann merken wir das gar nicht, dass wir das jetzt gerade lernen, sondern es kommt einfach, das ist einfach da. Das Wissen ist irgendwie da. Ja. Und von daher ist natürlich auch das Thema, der erste Schritt ist immer die Entscheidung. Und deshalb ein ganz toller Tipp an euch. Ihr findet der Ines ihre Kontaktdaten und alles, was sie so anbietet, findet ihr unterhalb des Videos. Also deshalb nutzt das Ganze und vor allen Dingen, wenn ihr irgendetwas habt, nicht verzagen. Stellerfragen, das heißt, ja, Kontakt aufnehmen und so weiter. Wir sind jederzeit für Fragen da und die Ines wird in der nächsten Zeit noch einiges anbieten. Ihr werdet hören von uns. Deshalb freuen wir uns, wenn du mit dabei bist. Und die Ines hat für dich mit Sicherheit noch eine abschließende Botschaft, warum du bei uns dabei sein solltest. Ja, auf jeden Fall. Es lohnt sich immer, bei der EDE dabei zu sein, bei der Siebensteller-Methode. Also es gibt ganz spannende Themen. Und wenn ihr den Kanal von Siebensteller noch nicht, den YouTube-Kanal noch nicht aktiviert habt, dann solltet ihr das tun, weil dort gibt es auch jede Woche ganz spannende Themen. Und bei dem Kongress wird die EDE wieder aus ganz liebevollen, aber besonderen Menschen ganz, ganz viel herauskitzeln und das sind ganz tolle Menschen dabei, das weiß ich schon. Denn manchmal plaudert sie auch privat ein bisschen aus dem Nähkästchen. Und deswegen einfach seid dabei, genießt es und seid mit offenen Herzen auf jeden Fall dabei. Ja, alles Liebe. Vielen herzlichen Dank. Es war wieder wunderbar und spannend mit dir, liebe Ines. Du bist echt immer wieder eine Bereicherung, ja. Ich sende dir ganz herzliche Grüße aus München, wünsche dir alles Liebe und bis in Kürze. Ciao. Ciao.